Hallo liebe T4 Bastelbus-Gemeinde, heute in dem Video geht es um einen 4G LTE Router, wie ich mir den verbaue und eine kleine Konfiguration dazu. Dann verbauen wir eine Bridge fürs Philips Hue System und die passende LED Stripes für die Hue. Und los geht's, als wie immer, nach dem Intro. Den Router stecken wir einfach da hinten in Strom. Das RJ45 Kabel steckt man hier in den Port 1, die haben beschriftet 1, 2, 3, 4, den steckt man in den Port 1. Das andere Ende geht ins Laptop. Ganze noch mit Strom verbinden. Schon leuchten da ein paar Lampen und das Ding macht Gedöns. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal auf dem Laptop an. Nachdem wir jetzt alles angeschlossen haben und wir unseren Browser schon mal geöffnet haben, und da ist egal, ob was für ein das da nimmt, ob es da einen Explorer nimmt, ob es da einen Google Chrome oder Firefox oder was auch immer, völlig egal. Wir gehen auf alle Fälle da oben in die Leiste rein und gehen wir mal die IP-Adresse von dem Router an. Und der ist laut Hersteller, ist das die 192.168.1.1. So, jetzt gehen wir in die Ersteinrichtung rein. Hier möchte ich gleich automatisch ein Passwort haben. Wir gehen jetzt mal ins Ei. So, Save. So, die erste Einstellung. Ganz klar, er möchte die Zeit haben. Wir sind in Amsterdam, Berlin, mitteleuropäische Zeit. So, die SIM, was ich hinterlegt habe, ist eine T-Mobile. Ich habe jetzt da eine Kongstar drin. Ne? Das lassen wir jetzt einmal, wie es ist. Da mache ich jetzt einmal nichts. Da kann ich auch so nicht wirklich verändern. Genau, so, jetzt können wir unseren WLAN-Namen ändern. So, da kennt das, das ist quasi das, was jetzt ihr da reinschreibt. Wenn ihr euch ins WLAN einwählt, seht ihr den Namen von eurem WLAN, also die sogenannte SSID. Und wir können hier auf 2,4 GHz und auf 5 GHz gehen. Ich nenne mein WLAN T4 Bastelbus. So, und was gebe ich als Passwort ein? Machen wir es mal so. Und das gleiche mache ich bei 5 GHz. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das 2,4 GHz abzuschalten oder das 5 GHz abzuschalten. Ich empfehle es euch jetzt einmal nicht. Weil es gibt immer noch ältere Geräte, die mit dem 2,4 GHz Netz arbeiten. Deswegen lasst es, wie es ist. Und später, wenn es der Meinung seid, ihr schaltet es ab, könnt ihr es mal probieren, ob eure Geräte dann noch kommunizieren. Jetzt macht er einen Verbindungstest. Und schauen wir, was dabei rauskommt. Schaut so aus, als ob es funktioniert hätte. Und jetzt kriegen wir hier die Zusammenfassung. Finish. Ja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt, wie es ist. Ich baue jetzt das Ganze ab
Und dann nehmen wir es einmal mit im Bus und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze im Bus verbaue. Also bis gleich. Der Router ist jetzt soweit einmal vorkonfiguriert. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur die Minimalkonfiguration, was ich da jetzt durchgeführt habe. Das Gerät kann um einiges mehr, aber da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht tiefer darauf eingehen. Dann Position, wo verbauen. Ich meine, der ist relativ groß, ist ein großer eckiger Kasten, aber der eine oder andere weiß vielleicht, ich habe da unten mein Technikschränkchen hier unten drinnen. Und da sollte der jetzt irgendwo Platz finden. Und schauen wir mal, wo wir ihn positionieren. So, hier werde ich ihn ungefähr hinhängen. Wir werden dann auch gleich anschließen und dazu möchte ich euch ein kleines Gerät empfehlen. Und zwar so ein Spannungsstabilisator oder hier heißt der AK-Adapter oder Spannungswandler oder wie ihr ihn auch nennen wollt. Der, seine Aufgabe ist eigentlich, dass er die Fahrzeugspannung, die aus euren Batterien kommt, auf 12 Volt stabil hält. Ihr wisst ja, einmal haben wir 13,2, der eine hat vielleicht 14,2, manche Batterien geben sogar 14,8 aus. Also es gibt hier die unglaublichsten Spannungswerte und der ein oder andere Router, ja, dem kann das eventuell zu viel werden. Und deswegen hänge ich dieses Gerät einfach dazwischen. Der sorgt dafür, dass ich immer gleichbleibend 12 Volt habe. Hat auch einen ganz normalen Stecker. Und das Ganze schließe ich jetzt einmal an. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze ausschaut. Also bis gleich. Wie man sieht, habe ich es jetzt angeschlossen. Das grüne Lampe ist da. Wieder ganz klassisch. Schwarze Kabel auf Minus und das rote Kabel auf Plus. Ich habe jetzt mit einer 2 Ampere Sicherung habe ich abgesichert. Und jetzt würde ich sagen, wir können mal messen, ob da wirklich 2 Volt rauskommen. Ich habe jetzt da mein Multimeter. Mal schauen, ob man das so, ob man sieht. Saft ist drauf. Wir gehen da auf Plus rein. Und da halten wir mal auf Minus drauf. Und sieht man es wahrscheinlich eher nicht. Gehen wir auf Minus, also wie gesagt, da oben auf Minus drauf. Und es kommen genau 12 Volt raus. Optimal, genau das, was wir brauchen. Dann steckt man meinen Stecker mal rein. Der war irgendwo da oben. Richtig. Und dann schalten wir nochmal ein. Und siehe da. Und er blinkt. Bin mir sicher, der sucht jetzt erst einmal wieder Netz und. Loggt sich in die SIM-Karte ein. Baut seine Verbindung auf mit der SIM-Karte. Und irgendwann sollte man einen funktionierenden Router da herin haben. Machen wir mal einen Test. So, jetzt gehen wir mal da rein. Ah, hier schon her. Hier ist schon unser T4 Bastelbus-Netzwerk. Jetzt gehen wir drauf. Das Passwort habe ich schon hinterlegt. Und funktioniert. Er führt mich gleich weiter, da ich kein Datenguthaben auf der Karte habe. Werde ich aber demnächst machen. Aber perfekt. Genauso wollten wir es haben. Das können wir sagen, ohne Internet verwenden. Und schon sieht man da oben die Verbindung. Und das Netz T4 Bastelbus. Läuft. Wunderbar. Also, wir haben Internetverbindung im Bus. Super. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere fragen, ja, warum? Das kannst du ja mit einem einfachen Hotspot genauso machen. Richtig, kann ich das mit einem einfachen Hotspot machen. Habe ich ja, bevor ich jetzt diesen 4G LTE Router verbaut habe, auch gemacht. Aber ich möchte ja Philips Hue im Fahrzeug verbauen.
Und dieses kleine Kästchen hier, das ist die Bridge. Und die Brache, das ist quasi der zentrale Schnittpunkt für alle Philips Hue-Geräte. Und die hat einen RJ45-Eingang. Wenn wir uns die mal auspacken, dann schaut das Teil so aus. Und hier sehen wir den RJ45. Mit Zigbee oder Wi-Fi oder wie auch immer alleine funktioniert das Gerät nicht. Wir brauchen RJ45, also LAN. Und deswegen diese 4G-Box da unten. Jetzt kommt der nächste Nachteil. Ich habe hier zum Beispiel hier oben, wenn ich das noch sehe, habe ich so eine Philips Hue LED-Stripe habe ich da mal verbaut. Das ist quasi das Teil hier. Und jetzt haben wir wieder ein kleines Problem. Das Teil läuft mit 24 Volt. Das heißt, wir müssen hochtransformieren von 12 auf 24 Volt. Dazu habe ich dieses Gerät. Du gehst da mit 12 Volt rein und 24 Volt kommen wieder raus. Ich verbaue jetzt das Ganze wieder so weit und bevor wir es anschließen und in Betrieb nehmen, sehen wir uns wieder. Also meine Zuleitung kommt jetzt da hinten her, die habe ich hier mit so Quetschverbinder verbunden. Dann geht es hier in unseren Transformator, Witz. Und dann kommen hier 24 Volt raus. 12 Volt rein, durch das Gerät, 24 Volt raus. Und genau das brauchen wir. So, da hängt jetzt unten drinnen, die Kabel verschwinden da an der Seite. Und das Gegenstück dazu hängt jetzt da raus. Theoretisch, wenn wir jetzt das da reinstecken, müssen das LED-Band leuchten. Sofern wir die Polarität richtig rum gemacht haben. Also wie gesagt, Plus auf Plus, Minus auf Minus. Wenn ihr so einen Stecker da ansteckt oder verbinden wollt, dann ist innen Plus und außen dieses chromfarbene ist die Masse. Jetzt stecken wir nochmal rein und schauen, was passiert. Also, soweit alles richtig gemacht. Wunderbar. Das hier wird noch, ja, da lasse ich mir noch was einfallen, wie ich das ein bisschen schöner hinkriege, vielleicht mit einem kleinen zarten Kanal. Und hier, das möchte ich irgendwann einmal in ein U-Profil rein, da, damit das indirekt beleuchtet wird, da herinner. Aber wie gesagt, ihr seht es ja, ich muss immer nur meine Decken machen. Ich komme nicht dazu. Alles andere ist irgendwie wichtiger. Der Leuchtstreifen, der leuchtet schon mal, das ist super. Das Problem ist nur, es gibt keinen Ein- und Ausschalter für das Ding. Also so wie er jetzt ist, leuchtet er jetzt ständig. Und jetzt kommt diese Bridge ins Spiel. Bei der ist so, die kann man mit 5 Volt betreiben. Ja, das heißt eigentlich ein ganz einfacher USB-Stecker, der für das Ding völlig ausreichen. Und dazu habe ich mir so ein Adapterkabel besorgt. Das ist hier der USB und hier kommen eine Stecker. Wir brauchen nur RJ45 Kabel dazu und stecken das Ganze mal an. Super! Die Verkabelung von meinen Komponenten ist jetzt soweit eigentlich alles durch. Wir haben überall Strom drauf, es ist überall eine Funktion gegeben. Jetzt geht es um die Konfiguration von dem Ganzen. Wie machen wir das? Das machen wir mit dem Smartphone oder mit einem Tablet, je nachdem, was ihr gerade griffbereit habt. Ich richte mir jetzt an, beziehungsweise wir machen das im Bus. Ich zeige es euch auf meinem Telefon und dann legen wir los. So, wir sind jetzt in der Philips Hue Apps. Hier möchte er, dass wir die Bridge ins WLAN bzw. ans Kabel anschließen, Strom drauf geben, haben wir soweit alles gemacht. Wir sagen jetzt verbinden. In der Mitte von dieser Hue ist ein Knopf, den drücken wir jetzt mal kurz. Und sagen okay. So, die Nutzungsbedingungen akzeptieren wir natürlich und ein Update ist verfügbar. Ja, das Update ist erfolgreich installiert und dann sind wir fertig. Hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, unser Bridge mit Siri zu koppeln. Das mache ich jetzt in dem Fall nicht.
So, und jetzt können wir Leuchten hinzufügen. Wir suchen jetzt einfach mal. Wir schauen, vielleicht findet er unseren LED-Stripe. Na, und da hat er es eh schon. Hue Light Stripe plus 1 hat er gefunden. Den klicken wir jetzt einmal an. Und schon funktioniert das Ding. So, sagen wir weiter. So, und jetzt sagen wir Zimmer erstellen. So, gebe einen Zimmernamen ein. Das ist die Ruth. Und der Zimmertyp. Was ist das für ein Zimmertyp? Was nennen wir denn den? Gibt es da ein Spaßzimmer? Sonstiges. Und das fügen wir dazu. Jetzt sagen wir sichern. Genau. Eine Lampe gefunden. Deine Hue-App ist einsatzbereit. So, liebe T4-Bastelbus-Gemeinde, das war's für heute mal. So viel zum Thema Philips Hue. Die App-Steuerung funktioniert einwandfrei und beim nächsten Mal machen wir das Ganze mit Sprachsteuerung, und zwar mit der Alexa. Jetzt zeige ich euch nur ein paar kleine Ausschnitte an den Programmen, die da dabei sind, weil man kann ja zum Beispiel da sagen, einen Sonnenuntergang in der Savanne oder Frühlingsblüten. Da gibt es vorgefertigte Programme oder Szenen, die haben da drauf. Man kann auch sagen, wenn einer die Nordlichter sehen möchte, kann man sich auch die Nordlichter in den Bus holen. Ein kleines Nachtlicht oder eine Lesensleuchte. Wie gesagt, es ist hier alles machbar, es ist hier wirklich alles wunderbar. Und ja, das Ganze ein bisschen mit Dimmung und ein bisschen höher. Ja. Ich würde sagen, okay. Schöne Spielerei. Lassen wir es für heute. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder zu. Dann machen wir die Alexa startklar. In diesem Sinne wünsche ich euch nur einen frostig kalten Tag. Und wer es noch nicht da hat, ihr wisst es ja, lasst ein Abo da, Like, Kommentare. In der Videobeschreibung unten seht ihr das ganze Equipment, Material, was ich da verbaut habe. Viel Spaß beim Nachmachen. In diesem Sinne, Servus.